Willkommen zu einem leckeren Video, hoffentlich. Also wir hoffen es alle drei, ne Mäuschen, wir hoffen es. Und zwar haben wir uns gedacht, wir haben jetzt schon alles bei Burger King probiert, alles bei McDonald's probiert. Bleibt also noch die letzte Fastfood-Kette, die es, glaube ich, in Deutschland gibt. Mit einem Drive zumindest. KFC. Wir waren ein einziges Mal bei KFC, auch durch ein Video, ne Mäuschen. Und fanden es nicht ganz so, aber wir hatten auch... da haben wir bestellt, glaube ich, was die Person vor uns bestellt hat. Und das war nicht so eine gute Auswahl. Muss ich auch mal zugeben. Das war nämlich irgendwie nur dieses frittierte Chicken. Aber es gibt ja auch voll viel anderes. Und ich habe mir jetzt eine Liste geschrieben. Und wir werden jetzt mal zum Drive-Schalter fahren. Es ist tatsächlich ein Auto vor uns. Das ist echt eine Sache, die mich immer wieder wundert. KFC ist wirklich für mich der Laden, wo es gefühlt immer leer ist. Also wir kennen zwei in der Nähe. Und also bei beiden sieht es immer voll verlassen aus, wo ich mich frage, okay, ist da überhaupt mal jemand? Aber wir fahren jetzt mal los. Okay, hoffentlich gibt es auch alles. Ich habe mich ein bisschen im Internet schlau gemacht. Ich sehe hier gerade die Karte. Ich hoffe, es gibt auch alles das. Ich wusste auch gar nicht, was ich nehmen sollte. Ich habe jetzt verschiedene Burger aufgeschrieben und bin gespannt, ob die hier auch alles haben. Ich hätte gern einmal diesen Zinga-Burger. Habt ihr den? Ich kann euch ganz schlecht verstehen. Was denn? Einmal den Chili Cheese Crunch. Ja. Ja, auch einzeln. Dann die Reisbox. Ja? Scharf oder nicht scharf? Nicht scharf. Ja. Einmal Kartoffelpüree. Einmal den Hot Chocolate Cake. Ja. Habt ihr den veganen Burger? Welche? Den veganen? Ne? Okay. Und einmal das Kids-Menü mit den 4 Filet-Bites und dem Maiskolben und einem Barbecue-Soße. Alles klar, danke! Ich habe das Gefühl, das hat jemand da hinten verstanden. Das war ja so eine schlechte Qualität. Ich habe einfach gar nichts gehört, als wäre er, weiß ich nicht, sonst wo. Super. Habt ihr noch einen richtigen Kassenbon? Das war ja nur EC-belegt. Perfekt, dankeschön. Okay, wir haben eine riesige Tüte bekommen. Sieht so aus. Wir fangen einfach irgendwo an. Wir greifen einfach hier mal so rein. Und zwar beim Kids-Menü, würde ich sagen. Zumindest sieht das so aus. Da war eine Capri-Sonne bei. Welche Sorte? Monster-Alarm! Ich habe gesagt, mit einem Maiskolben. Jetzt hat er mir Pommes reingemacht. Pommes anstatt Maiskolben. Gut. Probier, mein Schatz. Gut. Zwei. Boah. Voll wabbelig. Ich habe richtig und schmeckt mir nach gar nichts. So, und wo ist jetzt meine Barbecue-Soße? Soße haben sie auch vergessen. Ja, probier so ein Ding. Aber ohne Soße? Gibt ja. Die Soße dazu? Doch, da ist auch eine Soße eigentlich bei. Das sind 4 Filet Tenderbites oder so. Und ich hatte eigentlich Tenderbites, ja. Aber ohne Soße richtig sad. Ärgerlich, wenn man to go hat und die Soße ist hier dabei. Bis zu Hause und dann. Aber ein Kartenspiel von Looney Tunes war dabei. Machen wir weiter mit diesem hier. Und zwar ist das der Kartoffelpüree. Das Kartoffelpüree, wollte ich sagen. Ja, wie das jetzt ist. Da ist ein Löffel bei. Nein. Doch. Ich glaube, bei dem Kartoffelpüree ist diese Gabel dabei. So eine Art Gabel und Löffel gleichzeitig. Ein Göffel. Und ein Göffel. Und da ist auf dem Kartoffelpüree, sieht man das? Oh Gott, ohne dass ich das verkippe. So eine braune Soße drauf. Ich bin mir jetzt mal gespannt. Ist auf jeden Fall super heiß, steht auch drauf. Caution hot. Gar nicht mal so schlecht. Besser als die Pommes auf jeden Fall. Die sind nämlich leider sehr enttäuschend. Ich finde, die Soße schmeckt wie so eine Raststätte. Wir mussten mir früher mal, wenn wir so 8 Stunden im Auto waren, so eine Raststätte, irgendwas Vernünftiges essen. Und so schmeckt die Soße auch. Ich mag es gar nicht. Okay. Darum esse ich noch einen Löffel. Das Kids-Menü bekommt erstmal so von uns 2 von 5 Sternen. Diese Chicken Tender Bites, Dinger waren ja gar nicht so schlecht. Aber Pommes sind mies. Die Soße fehlt. Keine Soße, genau. Die Kapelsonne reißt alles raus. Und das hier bekommt von mir, das Kartoffelpüree bekommt von mir 3 von 5. Kann man essen? Machen wir weiter mit einem Burger. Da haben wir jetzt mal große Hoffnungen drauf. Und zwar ist das dann dieser Zinga-Burger. Ich weiß gar nicht, was das ist, wofür das steht, was Zinga heißt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, oder Zinga oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist natürlich Chicken. Und was haben wir hier noch? Wir haben hier eine Soße und Salat. Scharf. Hm? Scharf. Scharf. Ich habe es eben schon gedacht,
Es ist voll rot hier drin in dem Chicken. Das ist voll scharf. Ich brauche erstmal die Capri-Sonne. Von Capri-Sonne könnte ich 20 Tüten trinken. Ich finde es einfach so lecker. Hm. Was würdest du sagen? Was würdest du dem geben? 2 von 5. Nur 2 von 5? Ja. Warum? Ich muss ja echt mal sagen, man meckert ja oft über McDonald's irgendwie. So, das ist ja nicht so toll, die Pommes irgendwie nicht so richtig. Und wenn man Burger King vergleicht Ja. Und KFC, muss ich sagen, habe ich McDonald's eigentlich immer ein bisschen zu wenig Punkte gegeben. Ja, das stimmt. Wenn es danach geht. Ja, ich gebe 3 von 5. Also vielleicht 3 von 5, ja. Einigen wir uns auf 3 von 5. Ja. Machen wir weiter mit dem Chili Cheese Crunch. Hätte ich gewusst, dass dieser Zinger Burger auch schon so scharf ist, hätte ich den hier, glaube ich, nicht bestellt. Das sieht aus wie so ein normaler Cheeseburger vom Brötchen her. Wow, hat nur eine Käsesoße und Fleisch. Wie Nachos. Capri-Sonne. Also schmeckt voll nach Nacho-Soße. Und es ist halt überall, so dieses Hähnchen ist halt so mega präsent. Okay, man muss sagen, zum Namen KFC passt es. Ich finde es sehr enttäuschend, dass es den veganen Burger nicht mehr gab. Weil das finde ich schon schwach, aber vielleicht wird das hier einfach nicht bestellt. Weil wenn man schon den Namen KFC hört, dann denkt man vielleicht nicht daran. Scheint ja nicht so schlecht geschmeckt zu haben. Hey, Moment, 2 Bissen und du ein. Und du hast einen riesen Bissen gemacht. Ja, einen riesen Bissen gemacht. Mhm. Ja, ein viel größerer Mund als ich. Ja, bestimmt. Ja. Was sagen wir dazu? Fehlt ein Salatblatt. Da könnte auch Salat und Tomate drauf, dann wäre es gar nicht so schlecht. Mhm. Bekommt der Burger 3 von 5. Sieht weil so. Ich es nicht schlecht finde. Also es ist okay. Weiter geht's mit etwas, auf das ich sehr gespannt bin. Das habe ich im Internet gesehen. Und ich war mir nicht sicher, ob die das haben. Und zwar eine Reisbox. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich mir da drunter vorstellen soll. Also Reis mit Hähnchen auf jeden Fall. Geht diese Box nicht auf, ey. Und ungefähr ein Kilo Soße. Okay, ich probiere jetzt mal hier den Reis mit der Soße. Bin ich gefragt, ob scharf oder nicht scharf. Sieht irgendwie scharf aus. Okay, dann sind hier so Hähnchenstücke, die ungefähr ein Kilo Soße drauf haben. Okay, wow. Oh. Oh. Ich bin nicht sicher, ob ich das essen möchte mit diesem Kilo Mayonnaise. Hier haben wir noch so eine Salsa-Soße und Salat. Der Reis schmeckt eigentlich ganz gut. Mit Paprika gemacht und so. Hier ist auch ein frischer Salat. Okay, also ich muss sagen, ich finde es wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, weil da einfach so viel Soße drauf ist, dass ich es nicht essen kann. Und es ist alles in Soße ertränkt. Ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht. Also man hat hier so ganz bisschen Reis und ganz bisschen Salat, aber selbst über dem Salat ist gefühlt ein Kilo Mayonnaise. Die Idee ist echt gut, aber die Idee ist einfach mies umgesetzt. Mies umgesetzt. Mega. Das ist auch nicht lecker. Auf einem Salat kann man keine Mayonnaise machen. Ja. No go. Was sagst du, 1 von 5? Ja, am liebsten 0,5. Ja, okay, dann. Hier setze ich jetzt alle meine Hoffnungen rein. Und zwar ist das doch der Hot Chocolate Cake. Muss ich jetzt mit der Gabel essen. Irgendwie war da nichts anderes mehr. Ich bin gespannt, ob der einen flüssigen Kern hat. Und ob der irgendwie vergleichbar ist mit dem Hot Brownie von Burger King. Oh, ja, ist ein leichter flüssiger Kern. Okay. Gut. Mit der Capri-Sonne. Bisher mit Abstand das Beste. Sieht man das da? Hat so einen leichten flüssigen Kern. Beim Burger King hat man halt noch das Eis dabei. Das macht es natürlich noch ein bisschen so fresher, aber ich muss sagen, ich brauche das Eis gar nicht. Ich finde es auch so lecker. Probieren? Ja. Das Beste bisher. Mhm. Aber ich finde das Eis sehr geil, bei Burger King, wenn es dabei ist. Du ja nicht, aber ich ja. Tja, Freunde der Sonne, was soll ich dazu sagen? Das war jetzt leicht enttäuschend. Das Beste war das Looney Tunes Spiel hier. Der Schokokuchen und die Capri-Sonne. Alles andere würde ich mir nicht nochmal bestellen. Auf gar keinen Fall. Am schlimmsten fand ich die Reisbox. Am besten fand ich noch diese Chicken-Teile aus der Kindertüte. Aber insgesamt muss man sagen, sind die deutlich schwächer als Burger King und auch als McDonald's. Für mich ist McDonald's auf jeden Fall auf Platz 1 jetzt. Burger King auf Platz 2 und mit Abstand weiter hinten KFC auf Platz 3 dann. Aber da ist noch ein meilenweiter Unterschied. Und es ist echt schade, dass bei vielen Läden es echt so oft so ist, dass immer irgendwas vergessen wird. Ne? Mhm. Und ich finde es schwach, dass es keinen veganen oder vegetarischen Burger gibt. Bei unserem nicht, zumindest. Mag sein, dass es in größeren Städten anders ist, aber hier ist es leider nicht so. Also Leute, wir bleiben Team McDonald's. Nehmt euch eine Capri-Sonne und genießt. Ja, das war unser Fazit. Leider ein bisschen enttäuschend. Ich habe echt ein bisschen mehr erwartet diesmal, weil ich hier mir extra Sachen rausgesucht habe, die voll lecker aussahen und wo ich so dachte, das könnte ganz gut sein. Aber ja, schade. Aber daraus hat man gelernt und vielleicht konnten wir euch so ein bisschen unterhalten. Capri-Sonne ist leer. Und dann beende ich das Video und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und unsere Maus kriegt jetzt auch ein Stück Hähnchen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!